Hey Leute, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin's, euer Dreed, und heute mit dem Spiel Control. Ich war eine kleine Zeit weg, das hatte einen Grund. Ich hatte eine OP, und zwar hatte ich einen Nabelbruch. Das passiert bei 5% der Erwachsenen in Deutschland. Kann durch verschiedene Gründe passieren. Zu schwer gehoben, eine schwere Grippe, das kann so viele Gründe haben. Und jetzt geht's mir aber wieder gut. Ich bin wieder am Start. Und ich freue mich einfach auf dieses Game. Warum ich Control anzocke oder warum ich Control jetzt zocke, hat einen speziellen Grund. Erstens, das Game wollte ich schon immer haben, hat mega gute Reviews. Und im Moment gibt es im Epic Store die Gutscheine auf Sale. Du kriegst einen 10-Euro-Gutschein so oder so. Und ab einem Kauf von 14,99 Euro nochmal einen 10-Euro-Gutschein. Da könnt ihr euch echt coole Games reinsnacken. Und wenn ihr beim Payout seid, gebt noch meinen Creator-Code an, denn ich bin Epic-Partner. Dreed TV blende ich hier ein. Auch in die Infobox schreibe ich euch den Creator-Code rein. Und dann gebt ihn einfach ein. Ja, damit supportet ihr mich. Ich krieg einen kleinen Anteil. Ihr habt keinen Nachteil dadurch und ihr supportet mich damit. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall, Control wollte ich schon immer zocken und ich würde sagen, jetzt geht's los. Die nächste Zeit wieder mehr Content von mir. Ich warte auf ein Update von Last Epoch. Ich warte auf Update von Bolzen und ich habe Crucible angezockt, ziemlich intensiv. Ich glaube, ich bin der höchste Level-Hamster, den es gibt die letzten 2 Tage. Und ja, da wird auch eine Kleinigkeit von mir kommen. Ansonsten freue ich mich auf Control jetzt mit euch zusammen. Viel Spaß! Kurze Warnung. Das wird schräger als sonst. Ist leider so. Du hast mich gerufen. Und hier bin ich. Ich weiß, ich habe dich manchmal ignoriert. Ich bin immer froh, von dir zu hören. Ich hoffe eben immer wieder. Und wurde dabei so oft enttäuscht. Habe nichts gefunden. Es ist, als lebten wir in einem Raum mit einem Poster an der Wand. Wir starren das Poster an und denken, das ist die ganze Welt. Der Raum. Und das Poster. Das Bild ist schön. Eine Landschaft, eine Berühmtheit. Wie in diesem Film. Diesem Gefängnisfilm. Wie ist er noch gleich? Der Raum ist unsere Zelle. Und das Bild. Es ist für alle anders. Ob schön, hässlich, grausig oder traurig. Es fesselt uns alle. Doch es ist eine Lüge. Es lenkt uns von der Wahrheit ab. Sie belügen uns. Wir belügen uns selbst. Der Raum ist nicht die Welt. Die Welt ist viel größer und viel verrückter. Ein verborgenes Loch hinter dem Poster führt in die echte Welt. Wir fühlen uns in unserem Raum sicher. Aber manchmal kriecht etwas hinter dem Poster hervor. Und die, die es sehen, flippen aus und versuchen alles, um es wieder zu vergessen. Ich bin hier. Warum hast du mich hergebracht? Hallo? Ist da jemand? Intensiv. Sammelobjekte. Bestimmte Objekte sind innerhalb der Behörde nicht erlaubt. Jüngste Vorfälle haben eine Auffrischung über die verbotenen Materialien notwendig gemacht. Unerlaubte Waffen? Okay. Pager? Okay. Laptops? Smarte Uhren? Smarte Phones? Smarte Spielgeräte? Alles andere smarte Bleistifte? HB. Alle Objekte, die als ikonische Repräsentation eines archetypischen Konzepts gelten, zum Beispiel Gummienden, Ketchupflaschen.
Alle Materialien, die von der Behörde untersucht werden, müssen durch private Eingänge hereingebracht werden. Wenn Sie beobachten, dass Lobbymitarbeiter gegen diese Richtlinien verstoßen, informieren Sie bitte sofort Ihren Vorgesetzten. Gummi M. Erinnert mich so ein bisschen an die Matrix, ne? Wir leben in so einer Welt und wenn wir hinter das Poster schauen, sehen wir die Wirklichkeit. Oder? Schreibt mal in die Kommentare, welchen Gefängnisfilm die meinte. Im Intro. Bureau of Control. Jahrelang habe ich die gesucht. Und hier sind sie, direkt vor meinen Augen. Alles geschwarzt, ein Hai in seinen, obwohl sichere Genehmigungen, einfach Protokolle erschießen. Viel Glück. Ist klar. So Bescheid. Irgendein Hai. R4-Berichte. Wenn Sie jetzt alle wissen sollten... Also, hallo. Wie Sie jetzt alle wissen sollten, sind die R4-Berichte am Ende dieser Woche fällig. Wir warten immer noch auf Berichte von einer ganzen Reihe von Leuten. Wenn Sie eine Verlängerung brauchen, fordern Sie bitte das Formular R4E bei Ihrem Vorgesetzten an. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie keinen R4 einreichen müssen, dann benötigen Sie eine schriftliche Genehmigung von Ihren Vorgesetzten, die das bestätigt. Vergessen Sie nicht, dass R4 nach Abschnitt 75.2 des Handbuchs für Mitarbeiter obligatorisch sind. Sollten für Ihren R4 abteilungsübergreifende Forderungen benötigt werden, dann kontaktieren Sie bei Bedarf bitte den entsprechenden Abteilungsleiter Dr. Darlings, Miss Marshall, Mr. Salvatore oder Mr. Kirkland. Sie werden am Donnerstag mit Ihrer jährlichen Überprüfung der Richtlinien zu tun haben, also planen Sie bitte entsprechend. Beste Grüße, Ihr Team von der Verwaltung. Was ein R4 ist, wissen wir aber noch nicht. Hallo? Hey, entschuldige. Da bist du. Du bist wegen des Jobs hier. Hausmeisterassistentin, du musst zum Vorstellungsgespräch. Nimm den Aufzug. Da drüben. Danke. Aufzug da lang. Alles klar. Sehr gut. Ich bin Achti, der Hausmeister. Du arbeitest für mich. Du kannst sagen, ich habe dich geschickt. Wenn sie dich nicht einstellen, es gibt Arbeit für die Axt. Nimm sie hinter die Sauna. Ich habe genug Nachtschichten geschoben, um zu wissen, dass man dabei seltsam wirken kann. Aber für mich hat Arti ein freundliches Gesicht. Besser als jemand ohne Gesicht. Stell dir vor, ohne Gesicht. Und weiter geht's. Aber ich weiß schon, was du denkst. Wenn es hier einen Axtmörder gibt, ist er es. Hm. Krasser Typ, ey. Den haben wir doch im Intro gesehen, oder? In dem Bild. Meine Zelle und das Poster. Ich war 11, als ich erstmals hinter das Poster blickte. Sie sagten, ich hätte es mir eingebildet. Seitdem habe ich versucht, es herunterzureißen. Hilfst du mir? Sie hat hinter das Poster geblickt, okay. Und sucht jetzt nach Beweisen dafür. Dass natürlich alles vertuscht wird.
Geil gemacht. So, was gefällt mir. Das Spiel sieht auch echt gut. Habe ich dich kurz verloren? Du weißt, woran ich denke. An meinen kleinen Bruder, Dylan. Vor 17 Jahren hat die Behörde ihn geschnappt. Hä? Okay. Jonen. Dinge tiefer in die Behörde vor. Erinnerung, genehmigte Begrifflichkeit. Erfassen von für die Öffentlichkeit bestimmten Materialien. Das haben wir doch schon, oder? Nee. Bitte halten Sie sich an folgende Richtlinien, wenn Sie Todesmeldungen im Zusammenhang mit dem Willow Ave verwendeten Wörter Wendung im Dienst seines ihres Landes, bedauern, stolz sein, nicht vergessen, Alaska-Schere, Blut, Bluten, Verlust, Entschuldigung, Verzeihung. Mensch, bitte nicht stören. Inoffizielles. Barbara, darf nicht gestört werden. Darf nicht gestört werden. Bitte sagen Sie für heute meine gesamten Termine für die restliche Woche. Ich kann Ihnen allen nicht vertrauen, Barbara. Keinen einzigen. French. Warum ist das eigentlich hier so leer? Shit. Und das war's mit dem Poster. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AWE, gewandelten Weltereignissen, Störungen unserer vermeintlichen Realität. So. Die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM, und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt, ja, der hat gewonnen. Sieh dir das an. Wo bin ich? Krass, das aussieht. Wo sind wir denn jetzt? AWE, das sind diese übernatürlichen Störungen oder Vorkommnisse. Hast du mal abgestürzt? Durchschlag. Boah, ist das ein schönes Spiel. Dieselbe Waffe. Cool aus, Mann. So, jetzt habe ich eine Waffe. Ja. Aim des Todes. Oft so bei so Third Person. Ja.
dass das sehr empfindlich ist. Aber cool gemacht. Bin aber auch einfach gerade schlecht, weil ich von Valorant komme. Da habe ich es sehr sensibel. Ja. Yeah. No front. Aim like a boss. Hast du das ganz gehört? Das ist der Tote. Gleich nachdem die Pyramide zu mir sprach. Und es war nur Rauschen. Und ich habe jedes Wort verstanden. Und diese Waffe lebt. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, hier zu sein. Ist gesehen, die Waffe hat so pulsiert. Ist es ruhiger geworden? Ist das sicher? Mal irgendwas ausrüsten. Amtswaffe. Kein besonderes Prozedere nötig. Die Form des Objektes ist variabel, wenn es gebunden wird. Ermöglicht das Objekt Parautilizitarian? Dieses Objekt darf nur von Personen gebunden werden, die die Rolle des zu Übernehmenden suchen. Das Objekt bestimmt, ob abgelehnte Bewerber werden dabei eliminiert. Dieses Prozedere wird von diktiert, obwohl die Kriterien unbekannt sind. Hintergrund: Das Objekt wurde im ältesten Haus entdeckt, in dem Raum, der jetzt als Büro des Direktors dient. Es wird allgemein angenommen, dass viele Formen in der Geschichte alle Waffen, die wenn Objekte der Macht Konvergenz der Kräfte sind, die auf dem kollektiven Unbewusstsein basieren, dann kann dies die ursprüngliche Manifestierung dieses Ereignisses sein. Wenn das der Fall ist, weitere Informationen in Dr. Darlings Präsentation 11.1. Okay, das sind so besondere Waffen. Multimedia. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AWE, gewandelten Weltereignissen, Störungen unserer vermeintlichen Realität. Das haben wir schon mal gesehen, AWE, diese Störungen. Ah, das war Director Trench. Von dem haben wir das eben durchgelesen, dass der keinem traut. Oh, yo. Was ist das? Du darfst das nicht zulassen. Du darfst das nicht zulassen. Du darfst das nicht zulassen. Du darfst das nicht. Mega sick gemacht. Die Waffe reloadet automatisch. Kommt immer noch nicht. Ah, sieht das cool aus, Mann. Tabulatorkarte. Ah, wir müssen darüber. Irgendwie die Schulter wechseln.
Brauchen wir nicht. Hä? Material, nicht definierte Werte. Nur für den Marshall bestimmt. Marshall, wir haben uns den AWE in Duluth angesehen. Da war nichts. Wie das Feuer im Haus davor und der kaputte Wäschetrockner davor. Mein Team hat diese Blindgänger langsam echt satt. Wir müssen eine bessere Methode finden, echte AWE von falschen zu unterscheiden. Wie dem auch sei, wir sind auf dem Weg zu Sherman Ranch, die als nächstes auf der Liste steht. Hoffen wir mal, dass es da etwas lebhafter ist. Hochachtungsvoll, Special Agent Keenum. Keenum ist auch ein... Weltforschung über Sicherwesen, befallener Wachmann, vertraulich. Für die Behörden arbeiten viel internes Sicherheitspersonal. Für die Behörde arbeitet viel internes Sicherheitspersonal. Die Sicher haben das schnell zu ihrem Vorteil genutzt. Sicherwachen nutzen die gebräuchlichen Hinterschaftladergewehre, die sie vor dem Befall hatten, während gepanzerte Wachen Vorderschaftsrepetierflinten tragen. Es wurden keine paranatürlichen Fähigkeiten bei ihnen beobachtet, mit Ausnahme bestimmter Zicherwachen, die durch einen dichten Resonanzschild des Zichens geschützt sind, der Kugel aufhalten kann. Ist das Schild ein Ergebnis längeren Befalls durch das Zichen? Reift das Zichen in organischen Wirten mit der Zeit heran? Wir brauchen mehr Daten. Haben die Zicher einzelne Ziele mit Kampftraining ins Visier genommen? Hat das Zichen dieses Erkenntnisniveau? Nutzen sie Wirte für Aufgaben, für die sie am besten geeignet sind? Sind Wirte mit Kampftraining dem Kampf vorbehalten? Das sind alles Fragen, die später geklärt werden müssen. Aber es ist offensichtlich, dass befallene Personen das Wissen über die Verwendung ihrer Waffe bewahren. Vollständige Berichte in Akte. Ärzt. Okay, das ist krass. Also die Teile nennen sich Zicher. Was hören wir eigentlich immer für Stimmen? Von den Toten hier oder was? Voll krass aus, wenn man auf die schießt. Kannst du es fühlen? Das Zischen, das vorne nicht eindringen wollte. Das Zischen hat sich in alles verändert. Ist das Zischen dein Feind? Gut, es ist unser Feind. Dieses Geräusch ist ansteckend. Es gräbt sich in dich wie eine nervige Melodie, die man nicht aufhören kann zu summen. Ich will nicht sterben. Hä, was hat denn... Warum sind wir denn so krass explodiert? Eine Scheiße. Haben wir das jetzt schon eingesammelt hier dann? Ah. So. Hat sich in alles hier eingegraben. Ist das zwischen
da irgendwas, was explodiert ist? Oder hat er eine Granate geworfen? Waffenmodifikation. Lebensschub. Energieschub. Krass, was denn da eben explodiert so heftig? Ist nicht gesehen. Heilige Scheiße. Du, wir haben es geschafft. Hallo? Können Sie mich hören? Gehören Sie zu uns? Zur Behörde? Sind Sie noch bei Verstand? Sprich mit der Stimme in den Schutzraum. Bitte reden Sie mit mir. Wir sind verlorenen Agenten. Was bin ich wohl, mit jemandem zu reden, der noch bei Verstand ist? Ganz meinerseits. Ich bin Pope, Emily Pope, Dr. Darlings Assistentin. Ich bin dran. Soll ich lügen? Jesse Faden. Nur zu Besuch hier. Ich hätte lügen sollen. Oh shit! Sie sind die neue Direktorin! Moment, wir kommen raus! Direktorin Faden? Nennt mich Jesse. Okay, Jesse. Ich bin Emily. Also irgendwie hat diese feindselige Macht dieses... Zischen? Genau. Irgendwie konnte es das Gebäude ohne Vorwarnung infiltrieren. Und so schnell wurde der Name offiziell. Das Zischen. Wie einströmendes Giftgas. Wir sind komplett unter Quarantäne. Es ist überall und betrifft alle, die nicht von einem HAV und erstaunlicherweise auch von dir beschützt werden. Du bist die Direktorin und damit per Definition etwas Besonderes. Trench ist natürlich nicht mehr der Direktor. Ach, entschuldige, ich rede zu viel. Es ist einfach gerade alles ziemlich heftig. Trench ist tot. Erschossen. Ah. Ich fand seine Leiche. Und die Waffe. Sag ich ihr, dass es wie Selbstmord aussah? Die Amtswaffe. Außerdem... Und ich weiß, das klingt verrückt. Erscheint er mir. Sagt mir Dinge. Es ist schwer zu verstehen, aber er sagte, ich soll den Kontrollpunkt säubern. Das Zischen vertreiben. Der ganze Raum veränderte sich. Das hast du gemacht? Und das Gebäude betreten, als es bereits unter Quarantäne stand, bevor du die neue Direktorin wurdest? Wie? Ich bin noch nicht bereit, dir das zu erzählen. Ein Hausmeister ließ mich rein. Irre! Das ist einfach unglaublich. Es ist... Ach, ich kann nicht mal... Ach, Jesse, ich habe 1 Million Fragen und du bestimmt 1 Million mehr. Wie zum Beispiel, kennst du meinen Bruder Dylan? Noch nicht. Aber da ist was, um das ich dich zuerst bitten muss. Wenn du einen Kontrollpunkt säubern kannst... Kannst du vielleicht auch die vom Zischen Besessenen, also, ja, die Infizierten heilen? Wenn das möglich wäre, hätten wir ganz andere Optionen. Emily Pope. Ich kenne sie nicht, aber ich mag sie jetzt schon. Sie ist das genaue Gegenteil der anonymen Behörde, die ich dafür verantwortlich mache, was damals passierte. Aber ich kann ihr, oder vielmehr ihrer Behörde, noch nicht trauen. Ja. Ich versuch's. Ich rede natürlich für dich. Versuchen wir es gemeinsam.
Bist du dabei? Wir haben das Zischen ja schon mal vertrieben. Kontrollpunkte sind Standorte, welche die Behörde als vitalen Knotenpunkte des ältesten Hauses identifiziert hat. Wenn die richtigen Harmonisierungsgeräte im um den Kontrollpunkt herum aufgestellt werden, kommt es im umgebenden Bereich nicht länger zu nicht vorgesehenen Gebäudeverschiebungen. Diese Kontrollpunkte können dank Erkennung eines frei zugänglichen Pings mit dem Einsatz von innerhalb eines Radius von 11 Meter entdeckt werden. Zahlreiche Forscher haben versucht, Kontrollpunkte zu definieren und haben sie Nervenknoten oder Schwachstellen des ältesten Hauses genannt. Allen diesen Theorien ist gemeinsam, dass Kontrollpunkte auf externe Einflüsse reagieren, was uns erlaubt, das älteste Haus zu stabilisieren und unsere Arbeit in größerer Ruhe zu verrichten. Theoretisch könnte diese Technologie extrapoliert werden, um das gesamte älteste Haus zu stabilisieren. Tests haben jedoch ergeben, dass gewisse Bereiche des Gebäudes sich weigern zu werden. Säuber bestimmt. Vollständiger Bericht, Akte, bla. Das sah geil aus mit dem Säubern, ne? Also wir sind die Direktoren? Säubere den vom Zischen befallenen Agenten. Vorne. Scheiße. Sitzt zu tief. Es ihnen herauszureißen, zerstört sie. Agenten. Das Sicht manifestiert sich im menschlichen Wesen auf vielfältige Weise. Die häufigste und am wenigsten intensive Form ist in den vielen befallenen Agenten zu beobachten, die durch die Behörde schweben. Sicher, Agenten haben ihr menschliches Aussehen behalten und unterliefern keinen sichtbaren physischen Transformationen. Der auffälligste Unterschied zu einem nicht betroffenen Menschen ist die Tatsache, dass sie schweben. Diese Sicher zeigen kein aggressives Verhalten. Sie scheinen nur daran interessiert zu sein, die seltsame Spruchformel ad infinitum zu wiederholen. Vielleicht sind sie als Gefäß nur dazu gedacht, den Zischenbefall weiter auszubreiten, ähnlich wie Sporen oder WLAN-Verstärker. Oder sind sie nur Kokons, darauf vorbereiten, in die nächsten Evolutionsphase einzutreten? Wenn sie angegriffen werden, verschwinden Sicheragenten. Vielleicht treten sie in ein Stadium der Unsichtbarkeit oder unterziehen sich einer Transformation in eine reine Resonanzform. Forschung laufen. Vollständiger Bericht in Akte ausgewertet. Ey, aber ad infinitum. Ad infinitum. Bis ins Unendliche, unbegrenzt heißt das. Jesse, hier drüben. Wir brauchen einen Plan, Jesse. Ich kann sie nicht heilen. Ja, aber es war den Versuch wert. Danke, Direktorin. Jesse. Ich sage ihr, warum ich hier bin. Ich riskiere es. Also, vor 17 Jahren war die Behörde in einen Vorfall in meiner Heimatstadt Ordinary verwickelt. Sie kam und vertuschte dann alles. Ich suche diesen Ort hier bereits seit sehr langer Zeit. Das reicht. Vielleicht war es schon zu viel. Ich kann ihr noch nicht von Dylan und dem Rest erzählen. Ich habe von einem gewandelten Weltereignis gelesen, das mit Ordinary zu tun hatte. Du warst als Kind am Ground Zero? Das war eines der ganz Großen. Und vor meiner Zeit. Und streng geheim.
Ich kann versuchen, alte Akten zu finden. Mein Boss, Kaspar Darling, würde es wissen. Aber er ist verschwunden. Er wusste oder ahnte wohl, was passieren würde. Er brachte uns die HRV, Hadron-Resonanzverstärker. Ich denke, die haben einige von uns gerettet. Direktor Trench weiß natürlich auch alles. Trench, der Geist oder was auch ist. Er erwähnte eine Hotline. Sagte, ich soll ihn finden. Das ist ein weiteres Objekt der Macht wie die Waffe. Ein altes Bakelit-Telefon. Eine direkte Verbindung zwischen dem Direktor und dem Rat. Vielleicht kann er dadurch deutlicher mit dir reden. Trench hat viele Jahre Erfahrung. Er könnte wissen, wie man das Zischen zerstören kann. Wo ist die Hotline? Sie ist in der Kommunikationsabteilung hinter dem Postraum. Das ist Teil dieses Sektors. Deshalb ist es trotz Quarantäne für uns zugänglich. Wir öffnen die Tür für dich. Okay, das ist mein nächstes Ziel. Das ist Tomasis Abteilung. Er ist der Leiter der Kommunikation. Ich denke, er hatte keinen HRV. Er machte deutlich, dass er keinen tragen wollte. Pass auf dich auf. Man nennt mich die Direktorin. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht der Typ für sowas. Bin kein Anführer. Warum bin ich hier? Ich glaube, das weißt du schon. Ja, wegen meines Bruders. Aber es gibt auch andere Gründe. Ich sagte, ich suche Antworten, aber ich werde sie vielleicht nie verstehen. Ich suche keine Beweise. Das hier ist bereits mehr als genug. Egal, was sie mir all die Jahre erzählt haben, ich weiß jetzt, dass es wahr ist. Es war keine Einbildung. Ich will Teil dieser Welt sein. Doch was mir wirklich Angst macht, ist es endlich gefunden zu haben. Und zusehen zu müssen, wie das Zischen alles zerstört. Geil gemacht, heftig. Ich weiß, das ist alles neu für dich, also frage, was immer du wissen willst. Es gibt keine dummen Fragen. Die Tür zur Kommunikationsabteilung ist direkt vor dem Sitzungszimmer. Die Hotline sollte in der Kommunikationsabteilung sein. Danke, Emily. Ich reden dann mal mit ihr. Komm mal noch ein bisschen Action hier. Gib einfach Bescheid. Da ist sie wieder, unsere Willkommensnachricht. Hier los? Liegen einfach nur Tote rum und so? Reisekosten. Unterkünfte in Nevada besuchen. Desert Sun Inn, Big Sky Motel, Starlight. Unterkunft. Frage mich, ob man ein Motel, den Namen Ocean View, wohl von Land umgeben, vorfindet. Weil man bezahlt mich wohl nicht fürs Denken, wie? Und fürs Protokoll, ich bitte Sie erneut, uns das Budget für 2 Zimmer pro Nacht zu geben. Agent Rowley und ich sind es wirklich leid, jede Nacht im gleichen Zimmer zu schlafen. Wir sehen uns unterwegs. Agent L. Heinz. Die Jungs in der Forschung sagten, dass Rituale dabei helfen, Orte der Macht zu identifizieren. Es ist mein Ritual, diese kleine Whiskyflasche zu trinken.
krass das einfach aussieht, ne? Da kann man da noch nicht hergehen. Im Zischen. Das finde ich auch richtig geil, wie immer so die Headlines hier so reinballern. Ringender Fisch, Hauserinnerung. Den er gefunden. Briefe. Mr. Gouverneur, ich habe die Polizei angerufen, aber die kommen nie zu mir nach Haus. Ich habe ein Problem und sie müssen mal jemanden schicken, der das löst. Ich habe meiner Frau einen dieser singenden Fische für die Wand gekauft. Es ist kein echter Fisch. Er singt, wenn man einen Knopf drückt. Aber da ist der Teufel drin. Er fliegt nachts rum und singt die Lieder des Teufels. Flucht auch oft. Der Teufel ist wegen dem Fisch in mein Haus und sie müssen sich drum kümmern. Meine Frau macht sich echt Sorgen. Wann können sie vorbeischauen? Mit freundlichen Grüßen, Dwayne Barr. Dieses Feld von Resonanz des Zischens ist ein physisches Hindernis, das schwer zu definieren ist. Zischerbarrieren scheinen eine Art zu sein, Mitarbeiter der Behörde an der Flucht oder am Zugang zu hindern. Wurden zwei Methoden entdeckt, um sie zu senken. Zerstören der vielfältigen Konzentration Resonanzquellen, die sich in der Nähe befinden, oder zerstören der Zischerwesen in dem Gebiet. Die Resonanzfelder scheinen für ihre Größe und Dichte die Unterstützung anderer nicht verbundener Quellen der Resonanz des Zischens zu benötigen. Ohne die Möglichkeit anderer Quellen anzuzapfen, wird die Barriere fallen. Kann eine inaktive Struktur aus Resonanz des Zischens als bewusstes Wesen gesehen werden? Macht eine Unterscheidung einen Unterschied, was das Zischen anbelangt? Was sagt uns die bloße Tatsache über das Zischen, dass es Mauern baut, um unsere Bewegung einzuschränken? In welchem Ausmaße beobachtet es und plant es? Vollständige Berichte in Akte wissen wir nicht. Ah, das sind also Zischerbarrieren. Wir kommen da nicht durch. Müssen also hier mehr Räume vom Zischen befreien. Der hatte so eine Barriere.
Krass, diese Stimmen auch, die ganze. Lol. Ein Objekt der Macht. Sieht aus, als wäre sie vom Tisch gefallen. Wir müssen sie säubern. Erreiche das Objekt der Macht, um es zu säubern. Boah. Ach, kann ich auch hier so hinter Objekten ducken? Okay. Ja, hier. Greifen, die los zum Schleudern. Ziehen Sie wirklich die Fäden? Ich bin nicht Ihre Direktorin. Sieht so geil aus. Mehr Telekinese verwenden. Das ist OP, Alter. Bockt aber mega mäßig. Die Diskette ist jetzt gebunden, geliefert. Jetzt haben wir wieder so ein Objekt der Macht mit der Diskette gefunden. Und das gibt halt die neue Fähigkeit. Muss in einer Zelle ohne lose Materialien verwahrt werden. Das Objekt ist eine 8 Zoll breite Diskette mit Startcodes für Atomraketen aus der Sowjetzeit. Wenn es gebunden wird, ermöglicht es, das Objekt Parautiliziarerin Materialien zu heben und über eine kurze Distanz zu werfen. Weitere Informationen zu Dr. Darlings Präsentation L15. Das Objekt ist derzeit zu Forschungszwecke an gebunden. Herkunft von dem CIA-Agenten und aus der sowjetischen Militärbasis in gestohlen. Diskette erhielt Startcodes für Raketen, von denen man annimmt, dass sie gegen eingesetzt werden sollen. Nach ihrer Rückkehr in die USA begann die Diskette Computerhardware auf Mitglieder des Dekodierungssystems zu werfen. Ein Informant in der CIA gab der Behörde einen Hinweis und die Diskette wurde am nächsten Tag von Agenten beschlagnahmt.
krass, die reißt das einfach aus dem Boden, Alter. Boom! Ey, lol, ist verbeult? Geil ist das denn gemacht, bitte. Richtig geil gemacht. Der müsste aber kaputt sein. Oh lol, wie geil war das denn bitte? Der Sprengmeister. War eine neue Art Mob, ne? Emily sagte, dass man durch den Postraum muss. Ist doch der Postraum. Mailroom nach links. Ah, ich weiß schon, warum das Game so gute Bewertung hatte und jeder, der es gezockt hat, hat gesagt so, boah, Dread, ey. Das ist ein geiles Game. Folgen das AWE in Willow. Immer mehr nationale Nachrichtenseiten veröffentlichen den Bericht über den Eisbärenangriff auf die Stadt in Alaska. Ich will zwar nicht angeben, aber umherziehende Eisbären auf der Suche nach Futter für den Tod der Familie verantwortlich zu machen, war ziemlich genial. Den Klimawandel und zerstörten Ökosysteme hinterfragt niemand. Wenn wir aktuelle ökologische Bedenken ins Spiel bringen, die Öffentlichkeit viel weniger. Also haben wir ein weiteres AWE hinter uns und die Öffentlichkeit hat immer noch keinen Schimmer. Gute Arbeit allerseits. Die Kampagne war stark und perfekt ausgeführt. Das heißt nicht, dass wir und nicht mehr auf Meinungen hin prüfen müssen, die von der Gesamtausgabe abweichen. Aber es sieht so aus, als wären wir aus dem Gröbsten raus. Tomassi Ende. Sicher Sprengmeister. Behörden erlauben nur bestimmten hochrangig ausgebildeten Personen den Umgang mit explosiven Materialien und Waffen. Unsere Sprengmeister werden im Einsatz von Sprengstoffen in Dimensionen mit unterschiedlichen physikalischen Gesetzen ausgebildet. Dadurch sind sie wichtigen Ressourcen sowohl für Ingenieursarbeiten als auch in Kampfsituationen. Sicher Sprengmeister sind die einzigen Sicher-Varianten, welche speziellen raketenbetriebenen Granaten einsetzt, die im Flug wesentlich identifizieren und verfolgen können. Dadurch sind sie eine Bedrohung, deren Eliminierung in Kampfszenarien priorisiert werden sollte. Ich finde es bemerkenswert, dass das Zischen die Verwendung dieser Waffe auf Mitarbeiter der Behörde beschränkt, die darin ausgebildet wurden. Was sagt uns das über sein Verhalten? Kann es keine neuen Informationen an befallenen Wesen weitergeben? So viel ist noch unbekannt. Vollständiger Bericht in Akte. Also über dem Mailing Room. Da ist der Mail Room. Berechtigung Stufe 1. Nehmen wir mal den Kontrollpunkt noch ein. Fucking nicht. Jetzt mehrere Stufe 1, ne? Gehen da hinten ab.
Geben Sie gut Acht, Alberto. Ich erkläre dies zum letzten Mal. Interne Quarantäne ist ein manuell ausgelöstes Ereignis, in dem ein oder alle Sektoren durch Einschränkungen im Sektorenlift gebraucht abgeriegelt werden. Werden die Mitarbeiter in ihrem jeweiligen Sektor festgehalten, bis der Notfall vorüber ist. Sie kann nur durch den Überbrückungsschalter in Erwartung aufgehoben werden. Sobald der Direktor denkt, dass sich die Situation unter Kontrolle befindet. Externe Quarantäne ist schon eine größere Sache. Ins gesamte Gebäude kommt nichts hinein und es gelangt auch nichts heraus. Sie wird nur durch einen Isolationsleck der Alarmstufe Rot ausgelöst, basierend auf einem komplizierten Sicherheitssystem, das Sicherheit und Forschung zusammengeklatscht haben. Sie kann nur aufgehoben werden, wenn A. die Bedrohung ausgeschaltet wurde und B. eine Person mit hoher Sicherheitsfreigabe dem System das Okay gibt. Dieses Prozedere ist nicht das gleiche wie der Überbrückungsschalter. Ich habe Darling 100-mal gesagt, dass es geändert werden soll, aber sie bestehen felsenfest darauf, es so zu lassen. Ehrlich, ich denke, sie wissen nicht einmal, wie sie es zu diesem Zeitpunkt ändern können. Sorgen wir einfach dafür, dass unsere Mitarbeiter verstehen, wie dieses ganze Schlamassel funktioniert, okay? Marshall. So, was ist das hier jetzt? Oh fuck. Ja, da können wir noch nichts machen, oder? Trotzdem noch befallen. Scheiße. Oh der, das ist ja schon. Müssen wir mehr im Fight diese Teile hier einsammeln, ne? Das hört sich auch immer so krass an, du. Haben wir jetzt diese eine Präsenz da verbessert oder zerstört? Oder was bringt das, ne? Damit hat es irgendwie nichts zu tun, aber was. Was war das dann? Irgendwas Besonderes bekommen? Ist hier irgendwas? Ah, da oben. Können wir aber noch nicht hin, oder? In den letzten Monaten kam es auf unseren Servern vor Ort zu einem Zugriff durch nicht autorisierte Nutzer. Nach eingehender Untersuchung wurde bestätigt, dass die Nutzer nur auf eine Videodatei zugriffen, die Teile von Dr. Darlings Vorträgen enthielten. Ermittler können die Nutzer über ihre IP-Adresse verfolgen. Patrick Stroitjens, Rubens Nogueira, Arthur Kolmecki, Christopher Mills Bowling, Jaco Saarinen. Diese Personen haben gegen Behördenvorschrift
Vorschrift 91 verstoßen und werden von unserem externen Ermittlerteam beobachtet. Weitere Maßnahmen stehen noch aus. Da oben ist das. Aber können wir da irgendwie klettern oder sowas? Nee, ne? Geht noch nicht. Hä? Einen versteckten Ort gefunden? Ein Fähigkeitenpunkt. Was für Fähigkeitenpunkte? Hier. Können wir noch nichts damit machen, oder was? Kann ich erst irgendwo... Auf jeden Fall haben wir einen versteckten Ort gefunden. Aber hier machen können wir noch nichts. Das müssen wir uns merken. Was heißt denn der? Den haben wir gesäubert. Komm, gehen wir mal weiter. Was denn hier, ein Boss oder was? Massi ist es. Schade. Das hört sich so cool an im Kampf. Wir müssen Energie sammeln. Hier. War denn noch einer auf dem Boden? Zack, ins Gesicht gedrückt. Ah, das gefällt mir hier, das Spiel. Das gefällt mir hier. Gemacht habe. Geschäftsleitung, Hotline-Kabine. Sind wir hergekommen, ne? Ja. Noch irgendein Objekt zum Einsammeln.
massiv da hochgeflogen. Okay, nehmen Sie das runter. Die Lage in Kuba wurde von den zuständigen Behörden bewertet. Die mysteriöse Krankheit, von der die Mitarbeiter der US-Botschaft in Havanna betroffen waren, wurde durch Schallwaffen in den Händen einer ausländischen Macht verursacht. Zahlreiche Mitarbeiter der Botschaft erlitten Schäden am Innenohr, aber die meisten werden voraussichtlich vollständig genesen. Natürlich wurden auch ihre Zellwände beschädigt. Aber ob das an einer dummen Lärmkanone lag? Gott sei Dank haben die Ärzte dort sie nicht untersucht. Ehrlich gesagt, Alberto Tomasi, Kommunikationsleiter, auftaucht. Das Zischen Glück gehabt, was? So viel einfacher zu. Hey, nimmst du etwa immer noch auf? Aufzeichnung haben wir uns gerade angehört. Zusammenfassung Butte. Eine Reihe von Fällen mit vermissten Personen konnte zu einem Haus in Butte zurückverfolgt werden, wo Agenten der Behörde einen Zugschalter mit translokativen Eigenschaften entdeckten. Agenten der Behörde suchten das Haus einer örtlichen Berühmtheit, in der auf welches mit insgesamt Fällen von verschwundenen Personen in der Gegend in Verbindung stand. Die Agenten fanden niemanden im Haus selbst. Bei der Durchsuchung eines Schrankes zog ein Agent am Zugschalter einer Lampe und verschwand. Ein weiterer Agent betätigte den Zugschalter, am Vorfall zu reproduzieren. Auch er verschwand. Beide Agenten wurden Tage später im ältesten Haus wiedergefunden, wo eine Gruppe Ranger, die einen neuen Bereich des Hauses erkundeten, in einem versiegelten Raum auf sie stießen. Der Zugschalter im Kleiderschrank des Hauses in Butte verschwand während dieses Zwischenfalls. War der. Das war der Bericht. Tomasi. Aber wir hatten auch noch eine Akte vom Tomasi, oder? Eine Akte irgendwo? Ausweis von Tomasi. Das Material. Die Hotline muss nahe sein. Ältester Haus. Hotline-Kabine. Hotline-Sicherheitsprotokoll. Director Trench und Bill Everett, Hausmeister. Harry Bishop, Hausmeisterin. Der Hausmeister darf die Hotline verwenden. Und das Ocean View Motel und Casino. Traumlogik. Der Lampenzugschalter. Die Tür mit der schwarzen Pyramide. Hier schon mal? Nein. Ich habe in billigen Motels im ganzen Land übernachtet. Unterwegs, heimlich, auf der Flucht. Das fühlt sich an wie alle von ihnen. Wie etwas, das man aus einem Traum kennt. Ah, da öffnen sich unterschiedliche Türen. Wie cool ist das denn gemacht, bitte? Retalk. Bei der 3 war dieser Sound, ne? Ah, die letzte ist es. Wir sehen, welche Schlüssel es ist. Ne?
schwarze Pyramide hier. Schließe die Astralebenen Herausforderung ab. Also jetzt habe ich aber gar nicht gelesen, kann ich jetzt irgendwas besonders. Hotline. Kann ich die Hotline nutzen? Nutze die Hotline. Ja. Müssen nur hier durch, ja. Nur ein Telefon. Ein Objekt der Macht. Es ist nicht ans gewöhnliche Netz angeschlossen. Eine direkte Leitung zur Astralebene und zum Rat. Und meiner Hypothese nach, unter den richtigen Bedingungen auch zu anderen Existenzebenen. Ein Direktor braucht ein Team, mein Management-Team. Sie kennen die Geheimnisse der Behörde so gut wie ich, manche sogar besser. Darling, Tomasi, Salvador. Marshall besonders, meine Einsatzleiterin. Sie versteht mich, weiß, dass ich mich ungern auf andere verlasse. Man sollte nur sich selbst enttäuschen. Aber Dinge ändern sich, wenn man Direktor wird. Ich habe die Hotline. Ich kann Trench anrufen. Oder ihn zumindest hören. Er ist wie ein Echo. Ein Echo mit wichtigem Wissen. Ich muss zurück zu Emily. Objekt sollte außer für den Direktor nicht zugänglich sein. Objekt ist ein rotes Bakelit-Telefon aus den 60ern. Die Wählscheibe ist durch einen schwarzen Knopf ersetzt, dessen Zweck unbekannt ist. Telefon wiegt. Das Objekt ermöglicht es dem Direktor, mit dem kommunizieren. Sollte das Objekt von jemand anderem als dem Direktor verwendet werden, erzeugt es tödliche
Das Objekt ist derzeit an Direktor Trench gebunden. Hintergrund: Das Objekt manifestiert sich spontan im Büro des Direktors, platziert auf dem Tisch. Direktor Northmore war der erste Agent der Behörde, der das Objekt verwendet hat. Das Objekt wurde eine Reihe von Tests unterzogen, darunter und aber seine Ursprünge sind immer noch unbekannt. Nicht bekannt. Also das ist echt eines der besten, also wirklich richtig coolen Story-Games. Ein Direktor braucht ein Team. Mann. Cool, Mann. Aber die Leute reagieren. Cooler Start. Ist es zu früh, Miss Emily zu sagen? Sie könnte helfen. Emily Pope. Bitte, Zusatzbemerkung. Ihren Aussagen zufolge wurden die Agenten aus dem Haus in Butte in ein Motel mit Namen Ocean's View Motel in Casino transportiert und fanden mit Hilfe eines Rituals die Akte MOT 01 einen Zimmerschlüssel. Der Schlüssel öffnete eine Tür, die mit einer umgekehrten schwarzen Pyramide versehen war, was sie erst nach langer Zeit durch stures Ausprobieren feststellten. Nachdem sie einen weiteren Zugschalter im Motel betätigten, der sich in diesem Zimmer befand, wurden sie in das älteste Haus transportiert. Das Verschwinden des Hausbesitzers sowie der anderen Bewohner von Butte wurde dem Zugschalter zugeschrieben. Mittlerweile ist bekannt, dass das Ocean View Motel viele Türen und Pfade beherbergt. Entschuldigung, hab mich verschluckt. Seit dem Vorfall sind überall im ältesten Haus Zugschalter aufgetaucht, die mit dem Schalter des Hauses in Butte identisch sind. Derzeit wurden Zugschalter im ältesten Haus gefunden, die sich im und Sektor befinden. Sie stellen einen Zugang zum Ocean View Motel dar, wobei, wie genau die Verbindung funktioniert, anfängliche Hypothesen stützen auf das AWE von Butte. Als siehe Dr. Darlings Präsentation 24.3 für weitere Informationen. Also werden wir wahrscheinlich immer wieder in dieses Hotel kommen, wenn wir irgendwo einen Zugschalter finden. Wir könnten jetzt schnell reisen. Wir könnten aber auch noch mal kurz ein paar Gänge abchecken. Echt? Jawollo. Genialer Typ, du. Schön mal. Irgendwo gegen habe ich am Anfang gehauen, was explodiert ist. So wie gerade. Weißt du, wo waren wir jetzt nochmal? Welchen Raum war das gerade? Ah, wartet mal. Shelter Room. Ah. Waffenmodifikation, Genauigkeitsschub. Auch nicht schlecht. Geister
Wir haben im Laufe der Jahre viele Anrufer gehabt, die uns von Geistern, Stimmen und anderen phantasmagorischen Phänomenen erzählten. Heute erzählt der Freund der Sendung, Dr. Quincy Reagan, seine Geschichte. Quincy. Danke. Das habe ich kürzlich erlebt, als ich wegen der Suspicion im vergangenen Jahr im Chili Pines Hotel in Macon übernachtete. Ich war in Zimmer 47. Der Nachtmanager, ein begeisterter Zuhörer des Programms, bestand darauf, dass ich genau dieses Zimmer nehme. Also, der Manager erklärte, dass vor Jahren die Leiche eines Mannes unter dem Bett entdeckt wurde, in dem Holzrahmen, den die Motelbetten in der Regel haben. Die Leiche war seit einer Woche dort, sagte er. Gäste waren dort gewesen und schliefen mit der Leiche einen halben Meter unter ihnen. Sie fanden die Leiche erst, als sich die Putzleute über den Geruch beschwerten. Seitdem wurden in Raum 47 Geisterscheinungen gemeldet. Ich nahm das Zimmer gern. Ich schlief recht schnell ein, nachdem ich erst unter dem Bett nachgeschaut hatte. Keine Geister besuchten mich. Keine kalten Stellen oder flackernden Lichter. Aber als ich erwachte, befand ich mich unter dem Bett. Es war dunkel und erdrückend heiß. Glücklicherweise konnte ich vorm Ersticken die Matratze wegschieben und herauskriechen. Der Nachtmanager fand netterweise ein anderes Zimmer für mich. Da haben Sie es, liebe Zuhörer. Was wir Geister nennen, hat viele Formen. Quincy war mutig genug, seine Geschichte zu erzählen. Und ich ermutige Sie, weiter anzurufen und zu schreiben, wenn Sie auf etwas Seltsames stoßen. Etwas, das Sie nicht erklären können. Nein! Doch, das war der Raum. Aber ist egal, die brauchen wir nicht mehr hin, weil da war mir schon. So, wie können wir denn jetzt hier. Energiegeschwindigkeit. Schnellreisen. Ich will gar nicht aufhören. Echt nein. So, das ist doch ein nices Ende. Ich finde das Game erste Sahne, macht so viel Bock auf mehr. Im Moment im Angebot im Epic Store. Zieht euch rein, Leute. Und ich wünsche euch viel Spaß. Schreibt mir mal, wie ihr das Let's Play fandet. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns hören. Bye bye, euer Dreed. Ciao.